Ja, noch trage ich die aktuelle Vertex. Hier ist aber gerade frisch bei uns eingetroffen die Vertex 2. Die werde ich jetzt mit euch zusammen hier auspacken, einrichten, euch so ein bisschen zeigen, wie das Chorus-System funktioniert, euch die Unterschiede zwischen alter und neuer Vertex zeigen, euch auch die Unterschiede zeigen zu den anderen Chorus-Uhren. Und ja, ich freue mich schon tierisch, weil ich jetzt schon auch einiges weiß über die Uhr. Hat wirklich tolle, tolle Funktionen. Karten sind dazugekommen, Musik ist dazugekommen und auch GPS-mäßig, technisch ist das jetzt wirklich krass, was hier in die Uhr verbaut wurde. Akkulaufzeit 140 Stunden, ja, mit GPS an, das ist ein Highlight. Ich gehe da jetzt ins Detail drauf ein. Ich werde unten Kapitelmarken einsetzen, sodass ihr auch zwischen den Themen hin und her springen könnt. Oder wenn ihr das Video nochmal ein zweites oder drittes Mal guckt, falls ihr ja einen Fragen zur Einstellung vielleicht noch habt, könnt ihr da auch hinspringen. Das ist ganz praktisch. Jetzt werde ich die Uhr aber erstmal auspacken. Das gute Stück. Ich sehe sie jetzt auch zum ersten Mal, wie die aktuelle Vertex. Sehr, sehr hochwertiges, schickes Design, so ein bisschen Outdoor-Style, wie das viele Uhren heutzutage haben. Hier oben eine sehr robuste Titan-Lünette, sehr, sehr leicht natürlich auch. Und auch der untere Teil des Gehäuses ist Titan. Seitlich muss es natürlich Kunststoff sein, damit Antennensignale, GPS und so weiter durchkommt. Ganz wichtig ist natürlich auch hier das Saphirglas auf dem großen Display. Je größer das Display, desto kratzanfälliger. Und wir reden hier von Diamond-Coated Saphirglas. Das ist nochmal eine Qualität besser als das, was die Apex Pro und andere Uhren haben. Hier geht es auch nochmal darum, dass die Uhr extrem robust sein soll und muss. Weil gerade im Bergsport, die Kletterer, hier gibt es jetzt auch Kletterfunktionen und so weiter, die kommen dann schon mal an Felsen dran. Und da möchte man natürlich nicht irgendwann ein kaputtes, zersprungenes Display oder ein zerkratztes Display haben. Ja, und hier an der Seite die schon bekannte Krone, die alle Chorus-Uhren besitzen, die das Chorus-System auch so besonders und so einfach bedienbar machen. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Dann gibt es hier oben noch den Licht-Button und noch den Zurück-Button. Auf der linken Seite, das hier ist kein Knopf. Hier verbergen sich die Sensoren, zum Beispiel Barometer, um die Höhe zu messen. Auf der Unterseite der optische Herzfrequenzsensor und auch die Sauerstoffsättigung kann damit gemessen werden. Und selbst in der Lünette verbirgt sich hier noch ein Sensor, und zwar das EKG, was man nehmen kann, indem man hier seine Finger dran hält. Erwähnenswert ist auch immer das Armband. Ihr seht, dass ihr eine kleine Abstufung habt, um die Uhr am Arm zu befestigen. Und ihr habt bei der Vertex auch immer diesen Schnellverschluss, um es schnell abnehmen zu können und auch um es wieder dran zu klicken. Da gibt es momentan nur die Silikonarmbänder, aber es wird sicherlich auch in Zukunft, so wie ich es hier trage, auch ein Nylon-Armband geben. Die Armbänder zwischen Vertex 1 und Vertex 2 sind übrigens nicht untereinander kompatibel, weil es hier einfach bei der Vertex 2 ein bisschen breiter geworden ist. Ja, und auch das Material des Armbands ist sehr, sehr langlebig, nimmt keine anderen Farben an. Ja, bleibt so, wie es ist. Also auch da legt Chorus Wert drauf, dass das Premium ist. Ja, und was wirklich ganz cool ist, jetzt gibt es wieder ein Case. Und ich finde es auch ganz cool, dass es sich ein bisschen unterscheidet. Ihr seht, das ist ein bisschen kleiner, schmaler. Ja, da kann man jetzt zum Beispiel sein Smartphone reinmachen. Hier ist extra so eine Einlage drin. Hier ist jetzt noch so ein kleiner Gurt. Schöne kleine Sache, die mitgeliefert wird.
Jetzt als nächstes würde ich die Uhr tatsächlich erstmal in Betrieb nehmen. Ja, ein Großteil aller Einrichtungen läuft über die Chorus App. Da könnt ihr ein neues Gerät hinzufügen. Ich starte jetzt hier mal die Uhr, indem ich lange auf den Lichtknopf drücke. Im ersten Schritt wählt ihr einfach die Sprache aus, in unserem Fall Deutsch. Ja, und dann habt ihr hier einen QR-Code. Halte hier den QR-Code in die Kamera. Die Kopplungsaufforderung bestätigen. Erlauben, dass die Uhr Mitteilung anzeigen kann. Da werden dann SMS, WhatsApp und sämtliche anderen Push-Mitteilungen auch angezeigt. Als bevorzugten Tracker festlegen werde ich auch machen. Linke Hand, Tasten auf der rechten Seite. Hier kann ich wählen, welche Mitteilungen ich überhaupt angezeigt haben möchte. Ich wähle alles ab, außer Anrufe und Textnachrichten und WhatsApp. Ja, das ist ein ganz schöner Punkt. Man kann seine Benutzereinstellung wiederherstellen. Damit wird nicht alles wiederhergestellt. Also zum Beispiel die individuellen Menüeinstellungen werden nicht wiederhergestellt. Was aber wiederhergestellt wird, sind die Datenfelder auf meinen Aktivitätsseiten. Die ich jetzt zum Beispiel hier auf der Vertix 1 schon nutze und dann sage ich ja, soll er machen, dann brauche ich nämlich nicht mehr so viel einzurichten. Ja, und damit ist die Einrichtung jetzt auch abgeschlossen. Es kann sein, dass ihr das ein oder andere mehr seht, wenn ihr eine Ersteinrichtung macht, weil er fragt dann noch solche Sachen wie Herzfrequenz und ähnliches ab. Hier nochmal kurz die wichtigsten Einstellungen. Das meiste ist übrigens übertragbar auch auf alle Chorus-Uhren. Unter den Display-Einstellungen, da seht ihr alle Sportarten. Nehmen wir mal die wichtigste, das Laufen, und dann seht ihr hier, welche Datenfelder ich mir eingerichtet habe. Das wurde, wie gesagt, alles übernommen von meiner alten Vertix. Ja, und dadurch, dass die neue Vertix ein größeres Display hat, kann ich jetzt bis zu 8 Datenfelder anzeigen. Ihr seht, ich habe jetzt hier noch 2 Datenfelder dazu bekommen. Nehmen wir da mal die durchschnittliche Herzfrequenz rein und den Gesamtanstieg. Und ganz nebenbei habt ihr eben schon gesehen, wie einfach das alles einstellbar ist. Das könnt ihr übrigens auch während der Aktivität machen, wenn ihr da ja spontan was umschalten wollt und das Handy dabei habt. Einfach die Datenfelder umstellen. Das Zifferblatt kann man ändern. Im Detail werde ich jetzt aber nur noch auf einen Punkt eingehen. Das ist hier die Anpassung, weil hier könnt ihr das Trainingsmenü beeinflussen. Das ist das, wenn man hier seitlich drauf drückt, Laufen, Indoorlauf, Trailrunning und so weiter. Ja, welche Sportarten möchte ich hier überhaupt sehen? Weil das sind natürlich super viele. Ihr seht, wie lang die Liste hier ist. Und ja, wenn ihr jetzt solche Sachen wie Skilaufen und sowas nicht macht, einfach wegnehmen. Zack, 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 zack. Ja, und dann wird das Menü auf der Uhr ein bisschen übersichtlicher. Das gleiche mit den Tagesdaten. Die Tagesdaten, das ist das, wenn ihr hier durch die Widgets durchscrollt. Ja, was möchte ich da angezeigt haben? Interessieren mich die Schritte überhaupt? Das kann ich hier alles einstellen und entsprechend löschen. Ja, und das gleiche mit der Toolbox. Ich kann hier unten rechts lange drücken. Ja, und dann seht ihr hier so einen Radius, wo man einen Schnellzugriff auf bestimmte Funktionen hat. Auch das, ja, ist natürlich auch immer Geschmackssache. Brauche ich da bestimmte Sachen überhaupt oder nicht? Das kann ich mir auch individuell einrichten. Bei anderen Uhren muss man dafür ziemlich lange in den Menüs der Uhr rumhangeln. Das Problem hat man hier nicht. Die Verbindung zu Strava und ähnliches, das findet ihr hier unten. Einfach in die Einstellung gehen, Third-Party-Apps. Einfach ja, die Uhr verbinden, sodass die Aktivitäten dort automatisch hochgeladen werden. Es ist auch in Arbeit, dass hier in Zukunft Komoot stehen wird. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Die Bedienung der Uhr, wirklich super einfach. Ihr werdet es nicht glauben, ich zeige euch das gleich im Detail. Am Ende muss man sich einfach nur 2 Tasten merken. Das ist übrigens übertragbar auf alle Chorus-Modelle, die es so gibt. Die Vertix 2 hat jetzt ein etwas größeres Display bekommen mit 64 Farben. Ja, warum nur 64 Farben und nicht wie bei einer Apple Watch irgendwelche Millionen von Farben und OLED und was weiß ich nicht alles? Ja, bei Sportuhren arbeitet man grundsätzlich mit einem transreflektierenden Display, das umso besser ist, je mehr die Sonne reinscheint, während ja eine Apple Watch umso schlechter wird, je heller es draußen wird. Ja, und wir haben natürlich für die dunklen Zeiten bei oben den Lichtknopf, damit geht das Licht an und aus. So, ich habe es jetzt hier im Zimmer mal ein bisschen dämmerig geschaltet. Ihr seht jetzt, sobald ich das Licht anmache, wie brillant das dann natürlich auch im Dunkeln ist, wenn das Licht leuchtet. Kommen wir weiter wieder zurück zur Bedienung. Was kann der Knopf da oben noch? Ja, der kann gar nichts. Der ist ausschließlich für das Licht gedacht. Ja, denkt man sich, ist ja eigentlich überflüssig, könnte man ja auf irgendeinen anderen Knopf legen. Nein, das ist einfach super einfach. Oben rechts mache ich das Licht an und ich mache es auch wieder aus. Eigentlich was ich im täglichen Gebrauch eigentlich 100-mal brauche, eigentlich jede Nacht, wenn ich aufstehe, klack, Licht an, Licht aus. Man muss aber auch sagen, um die Uhrzeit abzulesen, funktioniert das auch einfach. Uhr anheben, Licht geht an. Kommen wir jetzt zum wichtigen Teil der Bedienung. Wie soll das gehen? Ich habe ja nur die Krone und hier unten einen Knopf. Wie kann man dann eine Uhr so einfach bedienen? Und das ist das, was Chorus ausmacht in meinen Augen. Ich habe jetzt auch hier eine Tastensperre drin, wo ich jetzt nichts irgendwie machen kann. Ihr seht hier so ein kleines Schloss. Kann ich konfigurieren, indem ich einfach lange drücke, um das Schloss zu öffnen? Habe ich in meinem Fall nicht. Oder ich konfiguriere das so, dass ich die Krone drehe.
Ja, und in dem Augenblick ist das Display entsperrt. Und das ist eine wichtige Funktion, dass das gesperrt wird, weil es kann ja sein, dass ich hier aus Versehen drankomme. Ja, und wenn ich jetzt die Uhr freigeschaltet habe und nur an der Krone drehe, ohne zu drücken, komme ich in dieses Widget-Menü hinein, kann hier natürlich auch reingehen, um mir Details anzuzeigen, ja, wann die Sonne aufgeht, runtergeht. Und hier unten rechts komme ich immer wieder zurück. Da sind wir auch schon beim Hauptbedienen der Uhr. Ja, sobald ich auf die Krone drücke, weiß ich auch, wenn ich hier unten drücke, komme ich einfach wieder zurück. Wenn ich jetzt statt zu drehen hier vom Startbildschirm drauf drücke, ja, seht ihr, hier komme ich in die Sportarten rein. Rudern. Oh, ich habe mich verklickt, ich will gar nicht rudern. Ich will ja Freiwasser schwimmen. Zack, da bin ich. GPS unter Wasser wird nicht empfangen, das ist ein kleiner Hinweis. Zack. Und dann habe ich hier natürlich für das Freiwasser auch noch Einstellungen, kann hier einen Aktivitätsalarm einstellen, in meinem Fall alle 500 Meter. Und immer mit der unten Rechtstaste komme ich wieder zurück. Das heißt, selbst wenn ich hier aus Versehen irgendwas eingebe, wo ich sage, oh, jetzt bin ich hier gelandet, zack, 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 immer, ich komme immer wieder zurück. Ja, und dann kommt noch eine dritte Bedienungsfunktion, und zwar dieser Schnellzugriff, indem ich hier lange drücke. Ja, wenn ich jetzt laufe, während des Laufes hier unten rechts lange drücke, kann ich den auch während des Laufens einschalten. Das heißt, ich muss nicht mich durch Menüs hangeln, sondern drücke einfach hier unten lange, komme dahin. Kann auch während des Laufens eine Navigation starten, eine Stoppuhr starten, Timer und so weiter. Das alles kann ich über dieses lange Drücken hier unten einstellen. Und nehmen wir mal den Alarm als Beispiel. Nehmen wir mal 8 Uhr. Ja, und das ist eine Sache, die ich jeden Abend mache. Alarm, zack, einschalten, zack, ist der Alarm eingeschaltet. Also das geht so super schnell von der Hand. Und das sind alles, ja, so Kleinigkeiten, die einfach schnell gehen müssen, die nicht rumnerven dürfen. Finde ich viel, viel besser gelöst als bei anderen Uhren, wo man sich erst durch Menüs hangeln muss. Diese Bedienung über die zwei Knöpfe, die ich euch eben gezeigt habe, das ist mein größtes Highlight, und zwar an allen Chorus-Uhren. Wir haben zwei Knöpfe, mit denen wir die Uhr komplett bedienen können. Und da sind mächtige Funktionen, die man damit bedienen kann. Ich liebe das, wenn eine Uhr mich nicht nervt oder wenn eine Software mich nicht nervt mit zusätzlichen Klicks und sich irgendwelche Funktionen sonst wo verstecken, wo ich sie nicht erwarten würde. Das ist hier wirklich perfekt gelöst. Ich muss mir nicht viel merken. Lange drücken unten rechts ist eigentlich schon das Komplizierteste, was ich im Kopf haben muss. Alles andere ist einfach, ja, Krone drehen, drücken und zurück. Ja, das kann man eigentlich gar nicht falsch machen. Man kann sich in dieser Uhr eigentlich nicht verirren, um nicht wieder zurück an den Punkt zu kommen, wo man mal gestartet ist. Was ich euch noch nicht verraten habe, ist, dass die Vertix zusätzlich auch noch einen Touchscreen hat. Hatte das Vorgängermodell auch und die Apex Pro hat das auch. Auch das finde ich extrem smart gemacht. Den Touchscreen, ja, wenn ich nicht weiß, dass er da ist, vermisse ich ihn auch nicht. Und der hat natürlich nur in bestimmten Funktionen ist der überhaupt nur aktiviert und dass ich ihn nutzen kann. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in die Pulsanzeige reingehen würde oder in die Meteranzeige. Hier kann ich jetzt mit dem Finger durchscrollen und ich bekomme sogar ein haptisches Feedback. Das heißt, mit jedem Scrollen, das seht ihr nicht, aber dann macht das hier so klack, 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 klack. Da, wo es halt Sinn macht. Hier durchzuscrollen ist eine gute Sache. Ich kann aber auch die Trainingsseiten wechseln per Finger. Dazu muss ich aber einmal in die Einstellung gehen, und zwar in den Punkt Trainings Interface. Und da kann ich Touchscrollen an- oder ausschalten. Wenn man jetzt hier eine Tastensperre eingibt für die Krone, kann man trotzdem mit dem Finger noch die Seiten wechseln. Ja, und ein weiterer Punkt, wo der Touchscreen wirklich Sinn macht, ist beim Kartenmaterial. Das ist natürlich ein extremer Vorteil, dass ich hier mit dem Finger mich in der Karte bewegen kann und größer und kleiner zoomen kann. Das ist wirklich sonst ein ungelöstes Problem bei allen Sportuhren, dass ich ja immer mit den Tasten hier navigieren muss. Ja, also wie schon gesagt, ich finde es ziemlich smart gemacht, den Touchscreen nur da zu aktivieren, wo er Sinn macht. Und insbesondere jetzt beim Kartenmaterial. Es ist auch das erste Mal bei einer Chorus, wo ich sage, ja, das ist jetzt eine Funktion, die ich auch wirklich per Touch haben möchte. Ich lege jetzt mal alle Uhren nebeneinander, zeige euch die unterschiedlichen Uhren, ja, wo auch vielleicht die Unterschiede liegen, versuche euch zumindest in Kürze kurz zu erklären, welche Uhr was kann. Hier jetzt alle wichtigen Chorus-Uhren, die es derzeit gibt. Pace 2, Apex, Apex Pro, Vertix und hier die neue Vertix 2. Kommen wir zur Pace 2. Das günstigste Modell, man könnte es jetzt Einsteigermodell nennen. Ja, da würde man der Uhr nicht mit gerecht werden, weil es ist ja die Uhr, die ja mit der auch Eliud Kipchoge zum Beispiel trainiert und die Marathons läuft. Hier geht es wirklich darum, ich bin ja Läufer,
möchte das leichteste Equipment haben, trotzdem eine lange Batterielaufzeit und ja, alle Funktionen, die die anderen Uhren auch haben. Das Einzige, was hier nicht möglich ist, sind solche Sachen wie Bergsport und Wandern und so weiter. Die Navigation kann man damit nicht machen, auch nicht unabhängig von der Karte. Also man kann auch keinen Track hier drauf laden. Das ist aber auch das Einzige. Eine der beliebtesten Uhren und wenn man wirklich nur trainieren möchte, ist das sicherlich die beste Wahl. Die nächste Uhr, die Apex. Ja, das ist auch eine sehr, sehr, sehr beliebte Uhr für alle, die ein bisschen mehr wollen als eine Pace 2, für die das Gewicht nicht so eine Rolle spielt, die vielleicht auch ein Saphirglas haben wollen, die Uhr vielleicht auch ja, von der Optik ein bisschen schöner finden und vielleicht auch so ein bisschen Funktionalität brauchen, was den Bergsport angeht. Ja, da fängt das Ganze dann hier an, interessant zu werden. Ja, und die Apex ist nicht so weit weg von der Apex Pro, muss man auch sagen. Apex Pro, auch Saphirglas natürlich, hat dann diesen dritten Lichtknopf, nicht nur zwei Knöpfe. Bei den Uhren mit den zwei Knöpfen macht man das Licht einfach über den Zurück-Button hier unten an. Ja, aber die Apex Pro ist letztendlich, ja, das geht dann schon in Richtung, ja, die ist schon fast dran an der Vertix, was ja Ultraläufe angeht, die auch in den Bergen unterwegs sind. Hier haben wir schon eine Sauerstoffsättigung, die auch gemessen werden kann. Wir haben auch schon hier diesen versteckten Touchscreen drin. Die Vertix ist letztendlich nochmal, ja, hat einfach nochmal einen größeren Akku, dadurch natürlich auch ein etwas größeres Gehäuse. Und das Gehäuse ist nochmal viel stabiler, genauso wie das der Vertix 2. Diamond-coated Saphirglas, also noch kratzfester und schlagfester. Insgesamt auch noch für extremere Temperaturen ausgelegt. Das heißt, da sind wir bei einer Uhr, die wirklich ja, alles überlebt, genauso wie die Vertix 2. Was noch ultra interessant ist, das Kartenmaterial, was jetzt hier eingeführt wurde mit der Vertix 2, Teile davon zumindest, nicht alles, weil es einfach prozessorbedingt und speicherplatzbedingt nicht geht. Die neue Vertix 2 hat 32 GB Speicher, um da wirklich umfangreiches Kartenmaterial drauf zu laden. Das haben wir hier nicht. Aber man kann sich hier zumindest einzelne Regionen runterladen und die auch per Karte erkunden. Ja, und die Vertix 2 toppt die anderen Uhren natürlich auch noch in Sachen Musik. Neuer Prozessor, Speicherfähigkeit, besserer GPS-Empfang, größeres Display. Das heißt, hier haben wir viele, viele Punkte, mit der sich die Uhr nochmal unterscheidet gegenüber Apex Pro und Vertix. Jetzt nochmal ganz kurz die Unterschiede zwischen Vertix 1 und Vertix 2. Man sieht hier einen deutlichen Größenunterschied zwischen den beiden Uhren. Das Display natürlich viel, viel größer geworden, dadurch ja auf den ersten Blick schon wirklich sehr viel besser ablesbar. Auch das Menü hat sich ein bisschen geändert, ist so ein bisschen auf das größere Display angepasst worden und dadurch natürlich etwas besser ablesbar. Das Widget-Menü hat sich auch etwas geändert. Etwas mehr als 5 cm bei der Vertix 2 gegenüber 4,7 cm bei der Vertix. Also am Ende 3 mm mehr Durchmesser. Gewicht ist natürlich auch interessant. Alte Vertix 55 Gramm. Die neue Vertix 62 Gramm. Ich habe jetzt nur das Gehäuse gewogen, weil das Nylon-Armband immer viel, viel leichter ist als ein Silikon-Armband. Ja, ganz interessant ist auch, dass die Krone sich etwas verändert hat. Ja, sie ist jetzt eingefasst, sie ist etwas größer geworden, wahrscheinlich dadurch auch mit Handschuhen etwas besser bedienbar. Ja, und sie steht nicht mehr ganz so weit raus. Man sieht, dass sie ein bisschen näher dran am Gehäuse ist und hier an der Seite auch eingefasst ist. Also auch das ein kleiner, ja, wichtiger Punkt, zumindest finde ich es erwähnenswert. Ja, und hier ist jetzt auch gut erkennbar die Unterschiede der beiden Displays. Ja, ganz klar, ihr seht, dass das hier mit 8 Datenfeldern schon besser ablesbar ist. Und wenn ich jetzt hier mal durchscrolle und mir nur 6 Datenfelder anzeigen lasse, seht ihr auch hier, das ist viel, viel größer. Ja, und hier sieht man auch wirklich, dass dieses größere Display wirklich ein echter Gewinn ist. So, ich mache jetzt die Uhr mal um, einfach um das Tragegefühl. Ja, da müsst ihr euch jetzt auf mich verlassen, wie der Unterschied zur Vertix 1 ist. Einfach um mal auszuprobieren, wie sich die Uhr trägt. Auch das jetzt das erste Mal hier live vor der Kamera. Wie trägt sich die Uhr? So sieht die Uhr an meinem Arm aus. Ja, wirklich schon eine große Uhr. Ich mag das ja, deswegen habe ich auch die Vertix bevorzugt gegenüber den anderen Chorus-Uhren. Sie liegt auch schön flach und bequem auf, also stört auch nicht auf dem Arm. Das ist ja auch wichtig, auch wenn ich hier so ein bisschen rumruckle. Jetzt erstmal für mich der aller wichtigste Punkt, der Chorus ja auch bisher mit der Vertix so attraktiv für mich gemacht hat, ist die lange Akkulaufzeit. Wir reden bei der alten Vertix von 60 Stunden und wir reden von 60 Stunden Aktivität. Aber die Vertix 2, die toppt das Ganze nochmal um ein Vielfaches. Wir reden jetzt hier von 140 Stunden Aktivitätszeit. 140 Stunden, das sind fast 6 Tage, die ich am Stück
laufen gehen, Radfahren könnt und so weiter. Also theoretisch könnte ich das tägliche Tracking mit dem ganzen Tag GPS anmachen können und würde fast durch eine Woche durchkommen. Jetzt hat die Uhr aber auch eingebaut noch 5 andere Satellitensysteme, die sie gleichzeitig empfangen kann. Und dann geht die Akku-Lifezeit runter auf nur noch 90 Stunden. Und das nur natürlich in Anführungsstrichen. Das heißt, wir haben dann immer noch 90 Stunden bei perfekter Satellitenabdeckung von 5 Satellitensystemen. Und mit der Vertix 2 ist das natürlich jetzt mit 60 Tagen Standby, die sie natürlich auch hat, wenn ich nicht laufen gehe, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich bestimmt 5-6 Wochen mit der Uhr auskomme bei meinem normalen Sport. Das heißt, ich muss noch weniger ans Ladegerät. Und das macht wirklich Spaß. Kommen wir zum Thema GPS. Wir haben jetzt bei dieser Uhr hier 3 verschiedene Modi. Einmal GPS only. Das heißt, das ist das typische GPS, was wir nutzen. Was völlig ausreichend ist. Da haben wir auch diese 140 Stunden Akkulaufzeit. Das ist ja völlig ausreichend, wenn ich hier im flachen Rad fahre und so weiter. Ist super genau. Ja, und wer absolute Genauigkeit haben will, für den ist natürlich die Funktion All Systems On sehr, sehr cool. All Systems On bedeutet, die Uhr, die Vertix, kann 5 Satellitensysteme gleichzeitig ansprechen. Die Uhr nimmt nicht nur das GPS, sondern dazu auch Galileo, GLONASS, Beidou und das andere nennt sich QZSS. Ihr kennt das vielleicht von Fahrradcomputern, da gibt es oft GPS und GLONASS, das heißt 2 Systeme. Hier habe ich 5 Systeme und jedes System hat unzählige Satelliten im Himmel. Hier ist es so, hier kann man auch mal 60 oder 70 Satelliten gleichzeitig auf der Uhr sichtbar haben, mit der die Position bestimmt wird. Macht das Ganze natürlich viel genauer. Gehen wir einen Schritt weiter. Wenn ich jetzt wirklich in die Berge gehe, dann kann auch selbst dieser All Systems On Modus nicht hundertprozentig funktionieren. Ein Satellit wird gesehen und das Satellitensignal wird reflektiert, ja, von der Hochhauswand oder auch vom Berg. Weil die Uhr denkt, das Satellitensystem kommt von da. In Wirklichkeit ist da aber der Berg und das ist einfach nur ein gespiegeltes Satellitensignal. Und mit dem Punkt Dual Frequency, das ist der 3. Modus, den ich einstellen kann. Alle 5 Satellitensysteme nutzen plus Dual Frequency. Das heißt, 2 Frequenzen werden benutzt, um die Satelliten anzusteuern. Die Uhr erkennt, da ist ein gespiegeltes Signal. Das nehme ich mal nicht für die Positionierung. Da ist noch ein gespiegeltes Signal. Das nehme ich auch nicht. Filtert also diese ganzen gespiegelten Signale raus, zumindest mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. 100% wird man da auch nie erreichen können. Aber damit ist es möglich, ja, Steilwände zu klettern, so wie es Luis in seiner Präsentation gezeigt hat. Der ist einfach eine Steilwand hochgeklettert und man sieht den Kletterpfad an der Steilwand entlang. Das war so vorher zumindest am Arm so nicht möglich. Jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt lade ich Musik drauf. Zum Laden der Musik auf die Vertix 2 nehme ich einfach das USB-Kabel und schließe hier die Uhr direkt am Computer an. Ja, und dann sieht man hier, dass ich hier auf die Uhr zugreifen kann, Vertix 2, da sind 2 Ordner Map, das OSM deutet darauf hin, dass es sich um OpenStreetMap-Material handelt. Ach, und dann habe ich hier schon Musik drauf auf meiner Uhr, da hat Chorus sicherlich schon mal 3 Songs hier mit drauf gespielt. Ja, und um jetzt meine eigene Musik drauf zu spielen, habe ich hier mal was vorbereitet, ein paar MP3s, natürlich Depeche Mode, wie soll es anders sein, und füge die hier auch mal mit rein, übertrage das. Ja, während das jetzt hier überträgt, ja, was denke ich über das System? Es sind jetzt nur MP3s möglich. Das heißt, ich habe nicht die Chance, Apple Music, Spotify oder irgendwas mit der Uhr zu verbinden, was Garmin zum Beispiel kann. Finde ich aber auch nicht weiter schlimm, weil alle Lösungen, die ich bisher kenne, und da schließe ich die Apple Watch mit rein, egal was man da für tolle Dienste hat, und Apple Watch ist ja nun wirklich an Apple Music angeschlossen, so ganz einfach ist die Bedienung von Musik am Handgelenk nicht und auch das Aufspielen von Musik nicht, auch bei einer Apple Watch nicht. Und deswegen ist es mir gar nicht so, finde ich die Idee gar nicht so blöd, einfach zu sagen, ich schaufel da ein paar MP3 drauf, ich mache das Kabel am Computer und fertig, weil da habe ich das Ganze wenigstens relativ gut im Griff. Ich habe hier ein Dateisystem, wo ich auch mal schnell was löschen kann, wieder draufspielen kann, kann auch vielleicht mal einen Podcast-File draufspielen, MP3. Hat alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Ob ich die Musikfunktion nutze oder nicht, das wird sich noch zeigen. Ich habe das oft ausprobiert und nicht genutzt und nehme dann doch lieber mein Handy mit. Hier ein neuer Versuch. Insbesondere hoffe ich natürlich, dass über den Touchscreen, dass dieses Auswahl der Musik alles ein bisschen einfacher geht als bei anderen Sportuhren. Ja, jetzt warten wir hier erstmal. Es dauert ein bisschen, 45 Megabyte von 405, während ich hier quatsche. Ja,
So lange machen wir jetzt erstmal Pause und ich melde mich gleich wieder, wenn die Uhr voll ist mit Musik. Vielleicht hätte ich mal nur 3, 4, 5 Lieder aufgespielt. Jetzt, ja, egal. Ich weiß gar nicht, warum da schon Musik drauf war. Das heißt, das Problem, was ich sowohl mit Apple Watch, mit Garmin und so weiter immer habe, ist, mal eben kurz vorm Laufen ein Album draufspielen, ja, muss man ein bisschen Zeit mitbringen. So, der schnellste Zugriff. Ich drücke lange unten links, komme hier auf den Punkt Musik. Ja, und habe dann hier die Steuerungselemente, habe aber noch keinen Kopfhörer installiert. Das heißt, hier unten sagt ihr hier, bestätigen drücken, um Kopfhörer zu verbinden. Das heißt, ich muss hier drauf drücken und dann wird ein Bluetooth-Kopfhörer gesucht. Ja, um die AirPods zu verbinden, drücke ich jetzt hier auf dem Ladecase diesen Knopf hier so lange, bis es weiß blinkt. Jetzt drücke ich hier nochmal und das wird gesucht. Zack, verbunden. Standardmäßig spielt er jetzt alle Songs der Reihenfolge ab. Ich kann auch sagen, nur den einen Song immer wiederholen. Und ja, hier das typische Shuffle-Zeichen, einfach durch die Songs durchschaffeln. Ja, und hier oben kann ich dann einfach durch die Songs durchscrollen, einen anderen auswählen. Hier geht übrigens der Touchscreen nicht mehr. Ich kann die Uhr ganz normal weiter nutzen, kann hier auch einen Lauf starten. Wenn ich hier während des Laufs wieder in die Musiksteuerung reingehen will, lange drücken, schon bin ich da, kann sie auch wieder ausschalten. Ja, und das Musikmodul wird dann ausgeschaltet, wenn ich die Bluetooth-Kopfhörer wieder deaktiviere. Zack, zumachen. Ja, sehr schöne Integration per Touch, einfach bedienbar und einfach mit dem Knopf drücken und den Bluetooth-Kopfhörer koppeln, finde ich auch eine gute Sache, beziehungsweise verbinden. Wenn er gekoppelt ist, muss man ihn dann einfach über den Knopf verbinden. Ja, das geht sehr einfach von der Hand und sehr schnell. Also man ist schnell dabei, seine Musik hören zu können. Ja, es macht jetzt wenig Sinn, das habe ich jetzt auch gerade gemerkt, nachdem ich das erste Mal die Musik ausprobiert habe, da irgendwie 10 Alben drauf zu spielen, weil die Alben natürlich nicht sortiert sind. Das heißt, hier habe ich jetzt eine alphabetische Sortierung. Das heißt, meine beiden Depeche Mode Alben, die ich drauf gespielt habe, ja, da werden die Songs alphabetisch wiedergegeben. Also so viel zur Musik. Wisst ihr, was da auf euch zukommt? Nach wie vor ist das Schönste immer noch Spotify oder irgendwas in der Hosentasche mit dem Handy zu haben, weil es einfach wirklich am einfachsten geht. Hier finde ich es aber zumindest so, wo ich sage, ich breche mir nicht die Finger, um mal eben einen Song zu starten. Kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, Karten auf das Gerät zu laden. Wie mache ich das? Und in meinem Fall nutze ich natürlich wie immer die Software Komoot, um meine Route zu planen. Komoot habe ich vorhin schon irgendwo erwähnt, falls ihr geskippt habt. Komoot wird auch in Zukunft integriert werden bei Corus. Das ist eine Frage der Zeit, eventuell schon Ende des Jahres. Ja, und bei der Navigation muss man wissen, dass zumindest derzeit keine Abbiegehinweise unterstützt werden und man sieht auch keine Straßennamen oder ähnliches. Ja, das ist natürlich dem geschuldet, dass man es möglichst simpel halten muss oder möchte auf der Uhr. Ganz klar, Abbiegehinweise sind vielleicht für den einen oder anderen wichtig, der sagt, ich möchte aktiv erinnert werden, wenn ich abbiege. Beim Laufen sehe ich es aber gar nicht so kritisch, weil selbst beim Fahrradfahren ist es so, beim Radfahren, dass ich eigentlich, egal ob ich Wahoo, Garmin, sonst was fahre, die Abbiegehinweise immer ausschalte. Wenn irgendwo eine große Kreuzung ist, guckt man sowieso drauf, wo muss ich lang. Und beim Laufen ist man ja noch langsamer unterwegs. Also für mich kein Problem, dass es das nicht gibt. Ich habe jetzt also hier eine Route geplant, einfach von A nach B hier am Kronsberg in der Nähe. Jetzt könnte ich natürlich diese GPX-Datei mir selber per E-Mail schicken und in der Corus-App öffnen. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Ich kann natürlich auch die Komoot-App aufmachen, gehe hier in meine geplanten Strecken, Corus-Test, hier oben an den drei Punkten GPX-Datei exportieren, kann hier auf Mehr drücken und sende diese an Corus, kann einfach auf Speichern gehen, gehe hier unten noch auf Wählen Sie Ihre Geräte aus, Vertix 2. In dem Augenblick wird das hier übertragen. Das ging jetzt so schnell, dass ich es euch nicht zeigen konnte. Ich habe zumindest hier eine kleine Meldung drauf, wird übertragen. So, dann simuliere ich hier einfach mal einen Lauf. Ja, um dann die Navigation zu starten, drücke ich hier auf Navigation, Route wählen, Corus Test, da haben wir sie, Route starten. Durch das Drehen komme ich hier in die Datenfelder rein. Hier seht ihr auch die 6 Datenfelder, die wir vorhin angelegt haben. Hier bin ich dann wieder in der Karte, kann hier rein und rauszoomen, kann hier mich in der Karte bewegen und ihr seht hier auch, dass sehr schön die kleinen Waldwege inklusive Sackgassen
sehr gut dargestellt werden. Ja, so viel zu dem Kartenmaterial. Das ist ein echter Gewinn, die zu haben, und es ist auch wirklich super bedienbar. Kommen wir zum nächsten Punkt, EKG. Die Uhr kann jetzt ja so eine Art EKG messen. Das dauert eine Minute, sich ruhig hinsetzen. Ja, bevor ich euch zeige, wie das funktioniert, wofür ist das ganz gut? Ja, für HRV bzw. HRV auf Deutsch ausgesprochen ist die Abkürzung Heart Rate Variability. Da geht es darum, dass man anhand des Puls, Herzschlages herausfindet, ja, wie ist die Herzfrequenzvariabilität. Bedeutet kleine Abweichung, große Abweichung und so weiter. Und mit einer sehr genauen Messung kann man dann herausfinden, wie gestresst ist ein Körper, wie ermüdet durch das Training ist ein Körper, wie fit bin ich gerade, wie wach bin ich. Bis hin dazu habe ich gerade Kaffee getrunken und so weiter, wie habe ich mich ernährt und so weiter. Viele, viele Faktoren spielen da rein und dann wird eine Analyse gemacht anhand der Herzfrequenz, um herauszufinden, ja, wie ist gerade der Status. Bin ich heute fit, bin ich gestresst, bin ich müde, was auch immer, bin ich bereit für ein hartes Training? Für alle die wirklich systematisch trainieren, ist das ein wichtiger Punkt. Könnt ihr auch mal googeln, ich bin da jetzt kein Experte drin. Ich hoffe, ich habe es zumindest jetzt erstmal grob angerissen, ganz gut erklärt. Das Evolab von Corus gibt einem ja sowieso schon einen Hinweis, na, wie ermüdet bin ich nach einem Training, wie viel Erholungszeit brauche ich und so weiter. Also das wird alles angezeigt und in Verbindung jetzt mit dem HRV hat man noch mehr Steuerung zu sagen, naja, ich laufe vielleicht heute nicht los, weil mein Wert nur bei 20 ist. Vielleicht habe ich auch einen versteckten Infekt, von dem ich noch gar nichts weiß. Und habe auch die Chance, dadurch einfach gesünder zu sein oder vielleicht auch eine Herzmuskelentzündung vorzubeugen, weil ich rechtzeitig weiß, okay, ich darf jetzt nichts machen. Und da gibt es eine Skala von 0 bis 100. Bester Zeitpunkt für sowas ist morgens noch vor dem Aufstehen, sich ins Bett hinsetzen, dauert ungefähr eine Minute und dieses EKG durchführen. Ja, um jetzt zumindest halbwegs okaye Daten zu bekommen, habe ich mich hier mal hingesetzt, mal den Test soll man im Sitzen machen. Auf der Uhr ist jetzt auch so ein kleines Tutorial, ruhig sitzen, Metallgehäuse der Uhr drücken. Drücke ich hier mal aufs Metallgehäuse und er fängt an zu messen. Er zeigt jetzt bei mir einen Puls von 43 an. HRV-Index 93, du bist entspannt, steht da. Dadurch, dass die Musiksache nebensächlich für mich ist und Karten finde ich nice to have, muss ich aber nicht hundertprozentig haben, ist das eigentlich eins der Highlights, was die Neuerung angeht, neben dem Gehäuse und dem großen Bildschirm. Weil das ist definitiv, da bin ich natürlich auch sofort dabei, das jetzt jeden Morgen zu machen, um herauszufinden, ja, wie erholt bin ich denn überhaupt. Deswegen muss man mal gucken, wie der Wert sich jetzt entwickelt. Im Idealfall solltet ihr das mindestens 5-mal die Woche machen, jeden Morgen auf Dauer. Umso genauer werden die Werte und umso genauer könnt ihr euch auch, was diese Skala angeht, darauf verlassen, dass sie korrekt das anzeigt. Ja, ein paar kleinere Themen fasse ich jetzt nochmal zusammen, die auch neu sind und anders sind. Einmal das Thema Wi-Fi. Die Uhr hat jetzt Wi-Fi an Bord. Noch nicht in der Form, dass ich nach Hause komme und mein Lauf wird sofort über meinen Wi-Fi hochgeladen. Aber ich habe zumindest schon mal die Chance, Firmware-Updates übers Wi-Fi zu machen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sensoren. Welche Sensoren und Zubehör kann ich verbinden? Bluetooth in dem Fall. Nur Bluetooth, also kein ANT+. Das ist neu und auch etwas, wo ich erstmal so ein bisschen drüber nachdenken musste, ob ich das gut finde oder nicht. Es ist so, dass die modernen Geräte, Powermeter am Fahrrad, Pulsmesser und so weiter, sowieso alle Bluetooth können. Eins, wo ich drüber nachdenken muss und was ich auch sofort getestet habe, was mache ich denn jetzt, wenn ich den Powermeter mit der Uhr verbinden möchte und die nur Bluetooth spricht? Es ist dahingehend kein Problem, dadurch, dass der Fahrradcomputer ANT+ kann, dass ich den Fahrradcomputer mit ANT+ verbinde und parallel meine Uhr per Bluetooth. Also das funktioniert, habe ich eben getestet. Das ist so der einzige Anwendungszweck, wo ich gesagt hätte, funktioniert das dann? Ich denke, das ist kein größeres Problem, zumal es eine Laufuhr ist, Pulsmesser und so weiter, sowieso alles Bluetooth auch fähig und wird meistens auch per Bluetooth verbunden. Muss man jetzt mal gucken, ob sich da doch irgendwo ein Pferdefuß ergibt, werde ich euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. Ich halte es für kein großes Problem. Im Gegenteil, wenn Corus sich dafür entscheidet und dafür andere Vorteile bietet, wie zum Beispiel diese lange Akkulaufzeit, dann nehme ich das gerne in Kauf. Ja, und ein weiterer Punkt, den ich auch nicht uninteressant finde, ist, dass man Insta360-Kameras damit steuern kann. Also ich kann sagen, ich mache jetzt ein Foto oder ich starte die Aufnahme. Ist jetzt für mich noch nicht so der Anwendungszweck aktuell.
Aber nächste Woche schon, weil ich bekomme die InstaGo 2 jetzt nächste Woche. Da warte ich darauf, dass die geliefert wird. Das ist dieses kleine Ding, was man ja überall befestigen kann und super klein in die Ecke irgendwo vielleicht auch hinten mal an der Kettenstrebe befestigen kann. Und da kommt man natürlich nicht mehr so eben dran wie an die GoPro am Lenker, wo man sagt, ich starte jetzt mal die Kamera. Und da wäre es natürlich cool, diese Steuerung hier an der Uhr zu haben und zu sagen, zack, Aufnahme starten, Aufnahme beenden. Finde ich sehr spannend, mache ich ein extra Video zu. Kommen wir zum Fazit. Ja, Vertix 1 zu Vertix 2, ein Riesenschritt, finde ich. Auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, die sich verbessert haben. Aber ja, Musik dabei zu haben, Karten dabei zu haben, ist wirklich sehr, sehr schön. Das größere Display, eins der größten Argumente für mich, muss aber jeder für sich selber wissen, weil die Uhr wird natürlich auch am Arm etwas größer. Dazu natürlich die technischen Verbesserungen. Mehr Speicher, schnellerer Prozessor. GPS ist definitiv viel, viel besser geworden, was ja Klettern, Wandern im Gebirge angeht. Aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich richtig, richtig cool finde, morgens einfach diesen HRV, also Heart Rate Variability Test machen zu können. Ja, ist auch nur wieder so eigentlich so eine Kleinigkeit, aber diese EKG-Funktion jeden Morgen nutzen zu können, finde ich richtig super. Dazu die ultralange Akkulaufzeit, die aber vorher auch schon kein Problem darstellte, zumindest nicht für mich, aber noch mehr Akku ist natürlich noch besser. Generell für Chorus spricht, und das spricht nicht nur für die Vertix 2, sondern auch für alle Chorus-Uhren, in meinen Augen immer noch Akkulaufzeit, leichte Bedienung sind für mich die Keys, warum ich diese Uhren so gerne benutze. Und auch die Stabilität. Mir ist so eine Uhr bisher noch nicht einmal abgestürzt. Also wirklich noch nicht einmal, seitdem ich die Uhren benutze. Also keine Fahrt verloren, kein Lauf verloren, kein Reset, den ich machen musste. Weil das kenne ich bei anderen Uhrenherstellern auch, wo man immer mal wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen muss, um die Uhr wieder zum Laufen zu kriegen. Auch ein Argument. Der nächste Schritt für mich ist jetzt natürlich nochmal die Uhr wirklich Tag für Tag einzusetzen, schwimmen zu gehen, laufen, vielleicht einen Triathlon damit zu machen und so weiter. Und euch dann zu berichten aus der Praxis nochmal. Da schieße ich auf jeden Fall nochmal ein Video nach. Abonniert dafür den Kanal. Guckt euch die anderen Chorus-Videos an. Ich habe schöne Videos gemacht, generell über das Chorus-Bediensystem, über die Pace 2 und so weiter. Viele Dinge überschneiden sich da, weil die Software natürlich die gleiche ist. Aber auch sehr, sehr interessant. Wer mir bei Strava folgt, ich verlinke das unten auch nochmal. Da könnt ihr dann sehen, welche Aktivitäten ich mit der Vertix 2 gemacht habe. Könnt die vielleicht analysieren, gucken, wie die GPS-Tracks und so weiter aussehen. Und ich hoffe, dass dieses sehr, sehr lange und umfangreiche Video für euch trotzdem jetzt alles gezeigt hat, was für euch wichtig ist, wenn ihr euch für eine Sportuhr entscheidet oder vielleicht auch dagegen. Ist, dass die Uhr ja zusätzlich noch einen Touchscreen hat. Ah, dieses Wort Touchscreen hasse ich. Mann, Touchscreen. Heart Rate Variability.